Ja, wieder mal ein wunderschöner Tag für das neue Server-Let's Play. Ja, es gibt einen zweiten Teil und den nehmen wir heute auf. Es ist zwar jetzt wirklich nicht sehr viel passiert, aber ich werde jetzt die Aufnahme starten und schauen wir doch mal, wohin uns das führt. Bin ich hier? Was ist passiert? Ich muss hier raus. Geh kaputt. Ah, Licht. Weiter. Komm schon. Du auch noch. Oder du. Auf. Na, so, endlich. Wo bin ich hier? Wo? Moment. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein. So. Da sind wir wieder bei einem neuen Serverlet-Show. Ja, gut. Direkt zum neuen Update ist mir natürlich erstmal die alte Bucket-Version abgeschmiert und wir sind wieder auf Minecraft Vanilla gelandet. Ja, das ist aber nur vorläufig so. Bald wird das wieder geregelt sein. Und solange, let's schauen wir hier. Sozusagen in der Vergangenheit, da der Server anfangs auch auf Vanilla lief und jetzt, dann kurz später auf Bucket umgestellt wurde mit den ganzen Plugins und allem. Ja, deswegen stehen hier auch schon die ersten Sachen, die ersten Anfänge dieses Strandhauses. Und hier der Wombaumarkt, der eher eine Womblatte im Moment ist. Ja. So, zum neuen Update. Was kann man sagen? Es gibt eine Menge neue Sachen. Die will ich gar nicht jetzt so anschneiden. Da gibt es einfach, wenn man schon Update 1.7, die kennt sowieso jedes Schwein mittlerweile. Hier diese Pistons, ja, ich habe gar keinen Hebel dabei. Egal, ja. Diesmal gehen wir nicht in die Richtung da hinten im Wald, sondern wir laufen hier rüber. Ja. Wäre ja auch langweilig, immer in dieselbe Richtung. So, und da wir uns in der Vergangenheit befinden, wird jede Änderung, die wir hier vornehmen, auch auf dem anderen Server dann rüber transferiert, transportiert, wie auch immer. Ja, da hinten nochmal Lava, warum auch immer. So, und nach oben. Und der Titel Nummer 13 von Simon the Sorcerer schallt uns ins Ohr. Ja. So, hier kommen wir schon eigentlich zu dem Gebiet, wo wir hinwollen. Das hier ist das neue Baugebiet.
Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, womit wir anfangen. Ja, das ist jetzt. Ich würde sagen, hier, das war so aller Anfang. Die haben uns reingegraben in den Berg und haben das dann so von innen aus ausgehöhlt und jetzt eingebaut. Hier noch wegen Zombies, die sind on. Zurzeit jetzt nicht fürs Let's Show, aber generell waren die immer an. So, hier geht's einmal hier durch die Tür, aber wir nehmen den Geheimeingang, der geht hier runter. Und hoch, hoch, hoch. Na, so. Trenner, ja, sieht jetzt nicht unbedingt so prächtig aus, aber ja, nach einigen Creeper-Explosionen sieht es nun mal dann so aus. Und wir sind ziemlich oft in diese Herren reingelaufen. Hier haben wir eine kleine Mine, die nicht wirklich wohin führt. Ich glaube, wir haben eine Höhle, aber die will ich jetzt nicht raussuchen, die ist langweilig. Hier unten Schlafzimmer, ich weiß gar nicht, sind das Öfen? Nein, das, also nee, das sind Switche, dazu kommen wir noch später. Hier haben wir eine Truhe mit, oh, goldene Äpfel, die kann man immer gebrauchen, ich nehme mal zwei mit. So, Bett, ja, ich weiß, dass ich erst in der Nacht schlafen kann. So, hier haben wir die Öfen, Treppe, als kleines Sofa. Hier geht's hoch, hier haben wir den Hinterausgang, sozusagen die Garage. Und es wird Nacht. Oh. Ja, es wird Nacht. Ich glaube, ich stelle mal wieder auf Tag. Ah, nee, wir bleiben ja eh drin erstmal. So. Dann gucken wir mal hier. Wenn man hier aufmacht, findet man dahinter einen Hebel. Und damit öffnet sich hier die obere Tür. Das ist so mein allererstes Projekt gewesen. Diese beiden hier mit den neuen, ja, Teilen da. Wie heißen die? Ach, egal. Ja. So. Also hier geht's dann auf, es wird zur Seite gezogen, der Wombi cheatet sich hier gerade was, der ist übrigens gerade online. Wow, hier war ein Versuch für ein Fenster, dass man rausgucken kann. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Hier... Ah, Menno! Da hat jemand mit Cobblestone gearbeitet, nachdem er es geöffnet hat, ganz toll. Also hier setzen wir normalerweise nur Erde ein. Ja, wo habe ich denn jetzt Erde? Ja. Möb. So. Wollen wir einen Erdklumpen. Was ist das? Mein Gott, da hat aber einer wirklich gewütet. So. Also, hier kann man auch. So sieht es eigentlich aus. Dann sieht man hier oben halt die Teile, aber gut. Die Pistons, genau. Pistons heißen sie. Ja. Hier geht es dann hoch. Kommen wir auf die Aussichtsplattform, da sieht man den Turm hier hinten und das Vor und ja. Ah. So, ich mach mal kurz Tag wieder. Ja, dann hat man hier die Übersicht. Hier geht's dann hoch, ein bisschen überdacht. Hier ist ein Schaf drin, wie kommt das hier rein? Ja. Naja, nichts Besonderes unbedingt, aber ja, ganz hübsch. Fürs erste Haus hier geht das. So, jetzt muss ich hier wieder aufmachen. Dazu. So. Ah! Meine Güte, ich hab's heute. Und die 40er Jahre Musik aus Monopoly Tycoon. Hey! Mal was ganz Spezielles rausgegraben. So. Das einzigste Geheimnis, was wir hier noch haben, ist hier unten. Ja. Das ist natürlich ganz gut gelaufen. Ich werde mir jetzt also auf jeden Fall mal ein Set holen. So. Es fängt gut an, es läuft alles schief. Also. Der Trick ist jetzt natürlich kein Trick mehr, den habt ihr jetzt gesehen. Ganz klar. Aber egal. Hier ist alles zu, Raum. Sobald man hier macht, gehen zwei Wände rein. Zack. Und hier hinten, zack, geht's auf. Dann kann man hier runter spazieren. Moment, ich mach mal wieder zu. So. Deswegen ist auch eine Zeitverzögerung drin, damit man noch zumachen kann. Dann geht's hier den Gang entlang. Nicht die Fackel. Schubidubiga. Ja. Und dann kommt man hier zu so einem Freilichtding. Und schon ist man bei der Hälfte fast beim Turm. Ja. So. Diesmal laufen wir aber nicht zum Turm, sondern den heben wir uns erstmal auf, da Wombi gerade dabei ist, eine kleine Überraschung vorzubereiten. Ich weiß nicht wirklich, auf was er wartet, aber gut.
Überraschung ist Überraschung. Hier. Das hier wird sehr wichtig sein. Wir sind noch dabei, ein bisschen auszutüfteln. Ist noch alles in der Entwicklungsphase. Denn wir wollen ja wieder auf unsere alte Map. Deswegen haben wir hier unsere Zeitmaschine gebaut. Die dann auch hoffentlich bald funktioniert. Und das Problem ist, uns fehlt noch ein Diamant in der richtigen Größe hier oben drinne. Dann können wir loslegen und können versuchen, wieder in die Gegenwart zu kommen. Also in die Zukunft. Ich kann es mal anlaufen lassen. Wenn man hier drückt, läuft es an. Jetzt arbeitet die Maschine. Und sobald man den hier entfernt, sollte sich das Portal öffnen. Aber zurzeit funktioniert das nicht. Weil eben dieser Diamant hier noch fehlt, ne? Das ist ganz klar. So. Ich zeig mir hier auch von hinten. Bisschen Verzierung. Ja. Ja, genau. Also damit werden wir dann wieder in die Gegenwart reisen. Zurück in die Zukunft. Na? Okay. Jetzt kommen wir zum Vor. Einer meiner Lieblingsbauten. Hier geht's auf. Da geht's wieder zu. So. Hier geht's rein. Hier haben wir unser Lager. So. Hier ist ein kleines Fenster zum Rausgucken. Da hinten ist übrigens die ganze Mechanik. Ich kann sie mal. Ach, was soll's. Ups, jetzt habe ich gleich was kaputt gemacht. Ganz schlecht. Hab jetzt geschafft. Hallo. Also hier hinten verläuft dann dieses Kabel von hier hinten rum. Da lang. Hier. Da trifft es den zweiten Schalter. Den hier. Und dann läuft es eigentlich. Warum es jetzt nicht läuft, was ich jetzt getroffen habe, weiß ich gerade gar nicht. Ach doch, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ich vermute, ich weiß es. Nee. Na gut, egal. Repariere ich wieder. Ja. Hier geht's hoch. Dumm. Hier sind wir dann im Vor. Ja. Warum? Das müsst der Wombi fragen. Das ist sein Bauten. Ja, sein Werk hier. Die Höhle unten ist mir. Das hier ist seins. Hier haben wir noch ein paar Pistons für Bogenschützen. Entweder man kriegt entweder in die Füße oder Kniescheiben geschossen. Oder man kriegt es gleich ins Gesicht. Ja, kann man sich dann aussuchen hiermit. So. Hier rüber. Zack. Lässt sich alles umschalten. Wunderschöne Aussicht von hier. Ja. Was zeigen wir als nächstes? Ich gehe erstmal wieder raus. Ja. Na, ist jetzt doof, dass ich nicht zumachen kann. Egal. Hier ist der geheime Garten. Und zwar gehen wir hier mal rein. Und dann sehen wir hier alles mit Hecke umringt. Spring mal hoch. Kleiner Wasserfall, ein bisschen Sand, eine Kuh. Alles so standardmäßig für einen geheimen Garten. Hier haben wir einen Hebel. Mit dem öffnen wir sozusagen die Garage. Und können dann hier runter zu einem unserer größten Projekte. Man muss dazu sagen, hier haben wir natürlich keine Wall-Funktion und nichts anderes. Das heißt, es musste alles mit der Hand gesetzt werden. Ja, ich mach mal kurz die Musik. Ja, passt. Okay. Also alles mit der Hand gesetzt werden. Die Sprengungen haben wir mit TNT vorgenommen. Ja, es war eine Heidenarbeit und es war richtig, richtig viel Arbeit. Und richtig mühselig, das hier alles zu setzen, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und hier hinten, wenn wir mal gucken, haben wir auch den Diamanten, der uns noch fehlt. Den müssen wir nur noch aus dem Fels brechen. Ja. Ich will gar nichts zu der Musik sagen, das passt einfach so geil. Das ist übrigens Makai aus Grandia. Mal wieder. Ich habe eine Menge neuer Lieder reingesetzt, aber auch ein paar alte. Ja. Wird euch bestimmt auffallen oder auch nicht. Ich hoffe ihr nicht. Stört es nämlich keinen. So.
mache ich wieder zu. Hier ist auch extra eine Verzögerung drin, damit man noch reinkommt. So. Hier zu. Und jetzt, ja, wo geht's jetzt lang? Was kann man noch zeigen? Ja, so viel ist wirklich nicht. Also es ist eigentlich nur ein kleiner Server halt, weil man auch wirklich alles mit der Hand setzen muss. Jetzt können wir noch hier... Oh, das kommt so geil mit der Musik. Ja, hier sieht man, ist schon ein bisschen was gebaut worden. Da kommen wir gleich zu. Das hier ist sozusagen unser kleines Schwarzwaldhäuschen. Das ist nach einem Urlaubshaus, in dem ich mal war, kreiert. Das ist von Neon Wombat Man jetzt zusammen. Na, wie eigentlich fast alles. Also theoretisch haben wir an allem zusammengearbeitet diesmal. Ausnahmsweise. Ja. Hier haben wir zwei Kisten, die sollte mal ein leer sind. Gut. Hier geht's in den Keller. Ja, da haben wir hier Balken hin, Holzbalken, damit das ein bisschen gestützt ist. Ist ja im Keller. Hier hinten haben wir noch so ein kleines Hinterräumchen, was da genau reinkommt, wissen wir. Ah, doch, da sind Öfen drin. Und die brennen alle. Aber mit nichts. Wow. Okay, egal. Ja, hier liegt noch ein bisschen Kuchen rum. Für die Ratten. Wir wollen gerade versuchen, ein paar Ratten anzulocken. Wer weiß. Ja. Hier geht's hoch. Dum-di-dum-di-dum. Schubidua. Ja. Hier haben wir eine Aussichtsplattform so, in der man rundherum gehen kann. Ja. Was soll man dazu sagen? Schwarzwaldhäuschen. Und natürlich standardmäßig auch noch ein Dachboden. Mit kleinen Fensterchen. Und niedriger Beleuchtung. Muss ja so sein. So. Hätten wir es an den Strand gesetzt, wäre es dann halt kein Schwarzwaldhäuschen, sondern ein Strandhäuschen. Aber so ist das auch ganz nett. Ja. Gut. Nun kommen wir zum Turm und sehen mal, ob wir Wombi treffen. Der Turm ist wahrscheinlich somit das verwirrendste Projekt, in dem wir die meiste Zeit verbringen werden. Vielleicht. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich sehe gerade die Uhr läuft da hinten noch immer. Ja. Da es einfach verwinkelt ist, wie der wieder baut. Das ist einfach krank. Also er hat uns hier einen schönen Aufweg gemacht, den müssen wir auch hochgehen. Moment, da passt das doch jetzt gar nicht. Gar nicht. Was passt dazu? Da cheatet er sich wieder was. Der alte Cheater. Hier. Wir gehen jetzt in den Turm. Hier geht's nach oben. Hier geht's noch weiter nach oben. Okay, jetzt können wir uns eine von denen aussuchen. Ich nehme mal hier erstmal die rechte. Ich weiß eigentlich immer selbst nie, wo ich hinkomme. Und was ist das? Das ist neu. Das kenne ich selbst noch nicht. Okay. Mhm. Okay, dann gehen wir noch eins höher. Hier haben wir eine Aussichtsplattform. Und hier haben wir freies Feld. Ja. Gut, weiter geht's. Na, runter. Runter. So, hier. Da sehen wir den Untergang, Sonnenuntergang hier. Na. Ganz toll. Beschaulich. Ja. Dann gehen wir jetzt mal ganz hoch. Na, noch nicht. Hier haben wir einen kleinen Kamin mit Netherrack. Da Holz ja jetzt verbrennt. Und Beethoven trällert uns seine Symphonie. Warum ist da hinten Licht? Naja, jetzt sehen wir hier alles im Dunkeln, in einem Glaskasten. Ja. Ja, also, so sieht's halt aus. Ist halt jetzt ein bisschen dunkel draußen, aber egal. So, ah, da hat er schon wieder Licht gemacht. Der Sprung
Was? Der Sprung des Lebens. Der Sprung des Lebens. Fängt jetzt an, hier Französisch zu schreiben. Na gut. Pro Sprung 200. Da kriegst du einen goldenen Apfel. Da steckt dran. So. Ja. Das ist hier unten unsere Klospülung. Und in die geht's reinzuspringen. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Und los! Wow! Treffer! Ich lebe. Okay. Ja. Jetzt frage ich mich aber immer noch, wo der Kerl hier rumbaut. Sehen wir ihn doch tatsächlich nicht. Also hier hinten ist nur... Ich sehe ihn. Zum Geheimgang. Mist, jetzt habe ich es verraten. Nicht der Geheimnis dran. Jetzt habe ich alles versaut. Naja, wie auch immer. Es geht. Es ist geheim. Dann wollen wir doch mal gucken, wo wir hier lang kommen. Das ist übrigens gerade richtig neu. Achtung, Luft anhalten. Okay, also. Ah, okay. Geht's hier noch weiter? Nein. Okay. Interessant. Ach, hier, genau, das kann ich noch zeigen. Weil wir dachten, das sieht einfach so aus wie eine Klospülung. Haben wir hier einen Knopf dran gebaut zum Spülen. Ja. So. Da hinten baut er noch was. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir ihn hier treffen. Na, wo ist er denn? Da unten steht er. Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn laufen. Da. Da läuft er. Ja, wir gehen jetzt hier rein und schauen uns mal hier um. Da hat er sich in eine Höhle reingegraben gerade. Also es ist anscheinend ein neues Projekt jetzt, was er anfängt. Na. Du armer, dummer Hund. Du ahnst gar nichts. Ja. Was willst du? Das weißt du genau. Ja, okay. Ja, der sieht hier aus mit seinem... Ich finde ja, mit seiner netten Diamantrüstung sieht er ein bisschen aus wie so ein Klotab. Naja. Na, du gibst mir recht. Ach, eingeschnappt. Ja. Gut. Was kann man dazu sagen? Das ist die neue Welt. So sieht sie aus, so wird sie sein, so wird sie dann auch geändert. Bis auf das, was er da baut. Ich glaube, das kommt nicht wirklich mit, weil hier unten sind meine Löcher. Das hier ist mein Wüstengebiet. Das überschneidet sich sonst. Naja, okay. Also, dann würde ich sagen, ja, sobald wir den Diamanten ausgegraben haben, endlich, und wieder auf den alten Server können, sehen wir uns bei dem nächsten Let's Show wieder. Adi! So, das habe ich vergessen. Einen Moment. Bei dieser beschaulichen Musik möchte ich noch erwähnen, dass mit dieser Folge traurigerweise das Gewinnspiel enden sollte. Aber es gibt Hoffnung. Denn einer unserer Spieler, Cannibald94, ist abgestiegen. Der ist nicht mehr mit dabei auf dem Server. Eine Schweigeminute für ihn. Na, so lange geht's nicht. Das lassen wir lieber. Ja, deswegen gibt es jetzt nicht nur einen Platz zu verlosen, sondern sogar zwei. Im Moment ist noch alles offen, also macht mit. Die Entscheidung fällt dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Gebt mir eure Voice-Nachrichten oder Videoclips zu euren Welten. Und dann sehen wir mal... Ja, zusammen mit eurem Argument, warum ihr auf den Server kommt. Ich wollte auch nochmal erwähnen, es muss nicht dringend ein Fraps-Video sein oder Camtasia oder sonst was. Das braucht ihr alles gar nicht. Es reicht mir eigentlich völlig, wenn ihr ein Mikro nehmt, eine Voice-Nachricht macht und vielleicht ein paar Bilder dazu schickt. Ja, das ist eigentlich auch schon okay. Weil es gibt Leute, es gibt eben noch Menschen, die sowas nicht haben. Nein, das ist ganz okay, das ist kein Problem, ja. Und von daher könnt ihr mir auch einfach eine Voice-Nachricht schicken. Nehmt das auf mit Audio City, ist kostenlos. Oder mit Windows-Recorder oder keine Ahnung, egal.
und schickt mir einfach den Grund, warum ihr mitmachen wollt, warum ihr zu diesem Server gehört, was euch sozusagen ausmacht, dass ihr auf diesem Server ein Anrecht auf unserem Platz habt. Ja. Und ja, das wäre soweit alles eigentlich. Einfach an mich schicken, dragomirdolando-youtube@yahoo.de. Der Text ist wieder hier eingeblendet. Und ja, ein paar Bilder von euren Bauten dazulegen, vielleicht ein paar, wie gesagt, ein Video. Ich freue mich über alles, über jedes Feedback, über jedes Kommentar, jedes Abo, jeden Daumen hoch. Will ich einfach mal hier erwähnt haben, obwohl ich jetzt nicht unbedingt der Abo-Fetischer bin da, wie die meisten, die da nach Abos jagen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen wieder mal, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war, eben daher, dass wir alles mit Hand bauen mussten und das Erstellen von Items auch ein bisschen umständlicher ist. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit Minecraft, mit dem Serverless Show, mit meinen Projekten, mit Wombats Projekten. Auf Wiedersehen. Bye, bye.